Hirschi Dominik, ich arbeite als Projektleiter im Solarbereich. Meine Hobbys sind Säckle, Sport allgemein, ja, Hockey vor allem. Ich so bin per Zufall dazu gekommen, durch einen Verein. Ich habe natürlich jemanden gesucht, weil Schiedsrichter sind allgemein eine sehr grosse Mangelware. Und durch das habe ich nachher gefunden, ja, wieso nicht, ich versuche jetzt mal diesen Schritt. Vor allem, weil ich nicht mehr wirklich aktiv Hockey spiele. Seit ich in diesem Kurs bin, einfach das strukturierte und das organisierte Vorgehen, sprich, man kann einfach Linien durchziehen und die Linie ist nachher noch. Das ist sicher das, was wir auch was mich motiviert, weil im Alltag muss ich einfach eine Strukturierung drin haben. Das finde ich einfach, das ist das, was mir gefällt. Der heutige Tag war eigentlich sehr interessant. Wir haben eigentlich fast den ganzen Strafenkatalog durchgenommen. Wir haben noch den Eistest gemacht. Und wieder eigentlich Strafen durchgenommen, eigentlich das Hauptbusiness halt vom Schiedsrichter, der in diesem Kurs sehr interessant war und sicher hilfreich auch für die Zukunft, dass wir das einsetzen und anwenden kann. Ich habe eigentlich nicht grosse Ziele in dem Sinn, weil ich denke, alles kommt von allein, so wie es kommen soll. Und ich will jetzt einfach da mal reingehen und schauen, was mich herbringt. Ja, das erste Spiel war speziell. Wir gehen halt dort in, ja, ins kalte Wasser geworfen, kann man dann so sagen. Und wir gehen dort einfach aufs Feld und weiss eigentlich so im ersten Moment nicht, was soll ich machen und wie soll ich es machen. Und gewisse Unsicherheit ist sicher da, ist ja normal. Also kann sich sicher persönlich extrem weiterentwickeln, den Charakter stärken und kann auch gewisse Führungspositionen sicher auch im Privatleben nachher oder im Geschäftsleben besser können entscheiden, weil wir sind auf dem Eis, wir pfeifen und wir müssen es entscheiden. Und ich denke sicher, das kann einem extrem viel helfen, sich halt einfach dort auch können zu durchsetzen, das Durchhaltevermögen halt auch an den Tag bringen. Weil jeder Match ist wieder anders und man muss eigentlich gegen gleich agieren können. Also wirklich die schönsten Erlebnisse sind die nach dem Spiel, wenn der Handshake kommt und wirklich auch das Gegnerteam oder einfach das Team, das verloren hat, gesagt hat, wir haben gut gepfiffen, ein guter Einsatz gewesen von uns. Wage auch du den Schritt und werde auch du Schiedsrichter.